Christian. Guten Morgen, Sascha. Was ist los? Wir haben Sonntag. Du bist am Malochen? Ja, Monk. Monk. Was liegt denn da? Guck mal, da steht irgendwas mit Geh raus. Ja dann? Nee, nur noch Geh, ne? Hallo, liebe Ruhrig, Bottis, Pöttler, Kuppeladerinnen, Kuppelader, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde. Hallo, Kumpel Bottis. Herzlich willkommen bei Potterlander. Unterwegs mit Geh raus, der Christian da hinten, frisch vom Schluchtensteig, wieder im Ruhrgebiet. Angekommen und mit mir dabei der Muddy, der Tippelbuddy. Wo vor allen Dingen? Wir sind unterwegs in Hamminkeln. Dingdener Heide und laufen die Tour aus dem Buch von Nicola Hollmann nach, was im Klartext Verlag erschienen ist. Wunderschönes Ruhrgebiet, die schönsten Touren auf dem Hohen Marksteig zwischen Rhein und Haltern am See. Und da lassen wir uns mal überraschen. Jetzt geht's schon gut los. Der Christian jammert ein bisschen, weil er hat nur Turnschuhe an, weil der Nagel schwarz ist. Und jetzt sind die Füße feucht. Das kann man geben. Mittlerweile sind wir auch schon am ersten Highlight angekommen, denn wir sind hier in einem echten Märchenwald und sehen hier überall ganz, ganz tolle Stationen. Der Christian ist schon unterwegs, den konnte ich nicht halten und filmt schon. Von daher bin ich mal gespannt, welche Bilder er uns mitbringt. Guten Morgen. Potterlander unterwegs in der Dingdener Heide in Hamminkeln. Ist das noch Ruhrgebiet? Oder ist das schon Münsterland? Fakt, es ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Potterlander war mit Geh raus und dem Tippelbuddy im Naturpark Hohe Mark im Kreis Wesel unterwegs. Eine lange Anreise für uns aus Hattingen, Essen und Rheinberg, aber die Dingdener Heide bietet auf dem Rundwanderweg jede Menge Wissenswertes und Erlebbares. Auf einem Rundweg könnt ihr auf Infotafeln viel über die historische Entwicklung der Kulturlandschaften in den vergangenen Jahrhunderten erfahren. Bei einer abwechslungsreichen Wanderung die Natur genießen oder auf Erkundungstour Miniaturruinen im verfallenen Märchenwald entdecken. Herrlich, ein ganz, ganz toller Sonntagsspaziergang. Wir haben jede Menge Spaß. Der Christian und der Martin, die sind gerade mal eben auf dem Aussichtspunkt und suchen Mufflons. Ne, Quatsch. hier kannst du Störche beobachten. Da hinten ist ein Storchennest. Und ich gehe da gleich auch mal auf die Hütte drauf und pack mal kurz das Fernglas aus. Herrlich. Wandert durch Wälder und zwischen Feldern und Wiesen an Gehöften vorbei zu Aussichtspunkten und zur Beobachtungskanzel. Tipp: Fernglas mitnehmen und Störche beobachten. Guten Morgen und guten Appetit, die Damen und Herren. Hat einer von euch irgendetwas zu sagen? Nein? Ich höre vergnügliches Schmatzen. Hallo! Ja,
Schön, dann weiterhin noch guten Appetit. Nett, dass wir mal drüber gesprochen haben. Alles Gute noch, bis demnächst. Rapunzel, lass dein Haar herab! Rapunzel, Rapunzel! Ja, warte mal. Warte mal eben. Rapunzel braucht er. Ich glaub, Rapunzel Ritter, Ritter Tippelbuddy, haben Sie auch diese holde Maid gehört gar? Welch tiefer Klang in dieser Stimme. Rapunzel, was haben Sie... Rapunzel? Die Haare sind zu kurz, ich werde bescheuert. Herrlich. Ich stehe jetzt schon eine Stunde hier. Es kommt einfach kein Bus, bis ich mal richtig geguckt habe. Das ist ja hier eine Heidestelle. Ah, herrlich, da sind wir wieder. Knapp 8,5 Kilometer. Ganz gemütliche, familientaugliche Sonntagsausflugsrunde. Die aufgrund auch des Märchenwaldes gerade ein ganz attraktives Ziel, insbesondere für Familien sein kann, mit ausreichend Gelegenheit zu toben, zu spielen, kleine Abenteuer zu erleben und die Gegend da zu erkunden. Die Runde hat uns sehr gefallen, mir persönlich, durch abwechslungsreiches Waldgebiet. Man kann auch eine Menge in Erfahrung bringen und lernen über das Naturschutzgebiet hier, Dingdener Heide. Und kommt auch an einem großen Campingplatz vorbei für Freunde des Draußenseins. Habt ihr hier eine ganz hervorragende Runde, um vielleicht mal die nächste Tour zu planen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Daumen hoch, Kanal liken, abonnieren. Und so weiter und so fort. Vergesst vor allen Dingen das Rausgehen nicht. Bis demnächst, euer Schröbi von Potternander. Ciao, ciao.